face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. Oh, und jetzt geht's auf Neuchâtel und ich freue mich mega, dass wir die Schweiz noch ein bisschen von einer anderen Seite kennenlernen. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Ja, wir sind jetzt hier in Neuchâtel angekommen und die Region da hat gefragt, ob wir nicht ihre Region ein bisschen besser kennenlernen wollen. Und wir sind jetzt hier im Hotel Best Western Polak. Und jetzt geht's eine kleine Roomtour. Mega schön, Schatzi. Wow, das ist immer schön. Ein Traum. Zimmerservice? Kann ich Ihnen etwas bieten? So, ich kann durchschauen. Ja, heute gehen wir ein bisschen Neuchâtel erkunden und dann nehme ich euch mit. Das ist Teil. Wie ist es auf dem Fahren? Die ersten paar Sekunden sind recht kritisch und dann macht es nicht Spaß. Morgen zu hier kommen. Ja, noch spannend ist, dass ein Viertel von allem Gemüse in der Schweiz aus dem Seeland kommt. Und da hat es immer Dienstag, Donnerstag und am Samstag hat es ein Gemüsemarkt im Sommer. Ja, jetzt sind wir gerade im Innenhof im Schloss von Neuchâtel. Da ist die Kantonsregierung drin und das seit von Anfang an eigentlich. Ja, gerade neben der Bahn haben wir noch wunderbar gegessen und nachher sind wir hochgefahren auf den Hausberg und dort oben haben wir einen wunderbaren Ausblick über den ganzen See und auf Neuchâtel. Wir sind gerade im Hotel Bon Rivage angekommen und hinten, jetzt sieht man es nicht, ist gerade der See. Und schaut euch mal das Zimmer an, es ist riesig, hat sogar einen Anziehschrank, also Schranksräumli. Und es hat sogar einen Schreibtisch wie aus der Belle Epoche. Genau, also man fühlt sich wirklich ein bisschen wie ein König hier in diesem 5-Sterne-Hotel. Ja, und das ist die Terrasse, die wir haben. Ich bin nicht der grösste Fan von dieser Art von Hotel, aber wenn man da nur begrüßt wird, dann merkt man, wie die Mitarbeiter gut geschult sind und der Service, das ist unglaublich. Wir gehen jetzt aufs Dach vom Hotel und es ist ein bisschen eine Challenge. Ja, oben auf dem Dach haben wir dann den Inka getroffen und er hat uns mega viel über Bienen beigebracht und es war auch spannend, ihm zuzuhören und wir haben auch noch ein bisschen selber mitwirken können. Und wir haben sogar die Königin getroffen. I'll be enough for you, baby.
I'll do it all for you. Der Chef vom Haus hat uns dann eine Küche gezeigt. Und dort unten gibt es ein altes Büro, das haben sie umgebaut zum Esszimmer. Und das kann man auch so buchen. Wir haben dann hier unten angefangen zu essen. Sind dann schön Licht noch ein bisschen geniessen raus und haben hier oben weiter gegessen. Sehr fein zu mögeln und jetzt sind wir Uhr machen für den Tag. Yeah, wir haben sie auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und sie läuft wieder. Thank you so much. Yeah. Really, really thank you. We are a nice group, nice couple. Thank you. Okay. Great experience. Yeah, have a good lunch. Bye bye. Ja, wir checken jetzt hier aus dem Hotel Borivage aus und ich muss sagen, der Service, der ist wirklich sensationell gut gewesen. Und das Essen auch, das hat nicht nur super ausgesehen, das hat auch wunderbar geschmeckt. Wir fahren jetzt an Côte d'Ivoire. Und nachher geht's heim für uns. I keep on falling astray from my intuition. But I'm pretending it's not my fault. No, no, no. The way you make it, make it, and you drink me like liquor. Keep painting the picture, alright. No, I don't care much for people like them. Oh, nah, nah. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky, oh. It's the way. Mir hat das Neuchâtel mega gefallen. Die Altstadt ist wirklich mega schön mit verschiedenen Läden und es hat nicht so die grossen Konzernläden, was mir besonders gefällt. Und natürlich der See, der uns sehr gut gefallen hat. Ja, das ist der Hammer. Und der Côte d'Ivoire, den wir jetzt gerade noch als letztes besuchen, ist natürlich auch sicher. Ja, also alle genaueren Infos findet ihr wie immer auf dem Blog littlecity.ch und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir freuen uns wie immer riesig auf euer Feedback, wie ihr es gefunden habt. Oder vielleicht habt ihr ja noch weitere Tipps für die Region. Wenn ihr es teilen wollt, dann ist das mega ein Plus für uns. Da freuen wir uns besonders. Und bis bald. Tschüss danke, zusammen. Tschüss zusammen. Ja, Bergluft. Mit Alpenpizza an den ja, da kannst du wieder lachen. Hä? Ja.